Dritte Liga live bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Am 35. Spieltag der dritten Liga saß CFC-Coach Patrick Klöckner nur auf der Tribüne. Er sah Gelb-Rot gegen Würzburg. Deswegen der Bundesliga-erfahrene Co-Trainer Christian Tiffer diesmal an der Seitenlinie. Auch Martin Kobylanski war mit dabei. Er war an 8 Treffern von 12 seit dem Restart beteiligt. Und er noch an gar keinen. Philipp Hosina seit 6 Partien ohne Treffer. Wir gehen die 8. Minute, die Braunschweiger in Schwarz. Kobylanski, und da ist ein Kanzer mit dem 1:0 für die Eintracht. Es ist die gleiche Mischung wie Anfang Juni gegen den Halleschen FC. Auch da bereitete Kobylanski per Standard vor und den Kanzer traf. Diese Mischung funktioniert. Es war die erste Chance und das erste Tor für das Team von Marco Antwerpen, der sich wiedermals Rotationsmeister betätigte und 6-mal tauschte. 3 Minuten später haben wir Philipp Hosina, den ehemaligen Nationalspieler aus Österreich, in Aktion. Aber das Gebälk rettet da für Marcel Engelhardt. Auch der CFC wechselte auf 5 Positionen. Es dauerte bis in die 37. Minute, bis die Braunschweiger nochmal kamen. Schwenk im Liegen, und da ist Mewe Beokadi. Das 2:0 für die Braunschweiger, und es war die zweite Chance und das zweite Tor. Die Braunschweiger robbten sich zu diesem Treffer über Puriel und über Schwenk, der es dann im Liegen macht auf Beokadi. Da ist der Wille da. Die Eintracht will in die zweite Bundesliga, auch wenn man das nicht so offensiv ausspricht. Der Favorit untermalte seinen Status. Aber der CFC spielte ja eben auch noch mit. Kurz vor der Halbzeit haben wir Tarsis Ponga mit dieser Szene. Es ist ja irgendwo seine Durchbruchsaison. Er ist noch erfolgreicher als in der letzten Spielzeit beim FSV Zwickau. Und der CFC kam nochmal über Sören Redemann. Der Innenverteidiger kann sich die Ecke eigentlich aussuchen. Die ist vollkommen frei, aber deswegen ist er eben auch ein Innenverteidiger. Er bringt den Ball nicht im Tor unter. Wobei wir darauf nochmal zurückkommen mit den Innenverteidigern. Patrick Klöckner notierte sich das für die zweite Hälfte. Und der CFC war wieder mal die bessere Mannschaft. Tobias Müller mit dieser riesigen Annäherung aus der Distanz. Marcel Engelhardt durfte wieder fliegen, der Schmetterling. Und Chemnitz ließ auch keine Luft an diese Defensive der Braunschweiger. 54. Minute, wieder Sören Redemann mit der nächsten Chance. Wir reden wieder über die Innenverteidiger des CFC. Und dieses Thema bleibt aktuell. 69. Minute, Niklas Ohneder, der Kapitän des CFC. Auch der ist ein Innenverteidiger. Er markiert den Anschluss, weil er Pinball spielt mit der Latte. Mit ganz viel Gewalt haut er den ins Netz. Der CFC war also wieder da. Sie waren die aktivere Mannschaft. Die Braunschweiger nur noch im Verwaltungsmodus in der zweiten Hälfte. Da brodete es auch aus Christian Tiffert heraus. Und der CFC blieb weiter am Drücker. Da haben wir wieder Philipp Hosina. Aber auch das war ein Muster, das wir im Laufe des Spiels häufiger beobachten konnten. Die Braunschweiger immer einen Schritt zu schnell. Was sah Marco Antwerpen da kommen? Wir gehen in die Nachspielzeit. Marcel Engelhardt mit einer Unsicherheit. Hosina und wieder Niklas Hosina. Er hätte das 2:2 noch erzielen können. Er will nicht der Kronzeuge sein des Niedergangs in die Regionalliga. Aber auch er kann den Sieg der Braunschweiger nicht verhindern. Die Eintracht gewinnt in Chemnitz mit 2:1. Es ärgert mich am allermeisten. Wahrscheinlich bin ich noch nicht so weit, dass ich einen Doppelpack mache. Aber das war einfach, ich hatte Rückenlage, ich hatte keine Kraft mehr. Ich habe mich da noch hingeschleppt. Und an solchen Tagen, wenn du so viele Chancen hast und da nichts holst, dann schießt du den auch drüber, leider. Wir waren heute wieder einfach brutal effektiv. Wir haben es, glaube ich, verpasst, gerade in der ersten Halbzeit wirklich sehr gute Kontermöglichkeiten auszuspielen. Wenn das Spiel 3:0 steht, dann passiert hier gar nichts mehr. So lassen wir die natürlich zurückkommen. Und ich glaube, wir sind im Endeffekt alle froh, dass wir die 3 Punkte haben, aber wissen natürlich auch, dass wir wieder eine bessere Leistung machen wollen. Am Ende kann die Eintracht die zweite Bundesliga förmlich riechen. Mit 61 Punkten klettern die Löwen auf einen direkten Aufstiegsplatz. Der CFC zeigte wiederum eine kämpferisch starke Leistung. Niklas Hosina musste erstmal aufgerappelt werden. Man ging zwar als Verlierer vom Platz, aber da war Leben in der Mannschaft. Das Abstiegsrennen bleibt offen. Alle Spiele der dritten Liga und vieles mehr live bei Magenta Sport.